Die marokkanische Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich drei Spieler. Media televisi Jerman menuduh tiga pemain timnas Maroko terlibat dengan aktivitas terorisme. Melansir dari Middle East Eye 13 Desember 2022, Welt menuding Abdel Hamid Sabiri, Ilyas Shayer, dan Zakaria Abdulhalal usai berfoto dengan pose jari telunjuk mengacung ke atas saat merayakan kemenangan melawan Portugal. Aber ein Foto der marokkanischen Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich drei Spieler mit der marokkanischen Fahne, winkeln ihre Arme an und strecken ihren rechten Zeigefinger nach oben. Das ist ein Gruß, den sich auch der sogenannte Islamische Staat angeeignet hat. Die Kämpfer posieren mit der Geste häufig nach Eroberungen. Unklar ist, ob sich die WM-Spieler aus Marokko der Bedeutung der Geste bewusst waren. Welt menyebut, gestur mengacungkan jari telunjuk ke langit merupakan simbol kelompok ISIS. Padahal tanda ini dikenal umat Islam sebagai isyarat tauhid atau meyakini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini Welt disebut sebagai media rasis atas penggambaran timnas Maroko. Sementara ketiga pemain tim Singa Atlas sampai saat ini belum memberikan komentar terkait berita tudingan tersebut.